Krise der letzten Jahre scheint überwunden. Wir sprachen mit Joachim Strobel über die aktuelle Situation und Maßnahmen, um kommende Abgasnormen zu erfüllen. Außerdem gab der Liebherr-Hydraulikbagger Geschäftsführer einen Ausblick auf die Neuheiten 2011. Also ich denke mal, der große Schreck, den alle so ein bisschen in den Knochen hatten, der ist schon überwunden. Es zeigt sich nun auch deutlich, dass die Wirtschaft tatsächlich nachhaltig auf Kurs bleibt, nachhaltig wächst. Für uns als Hersteller, wir sehen das natürlich an den Auftragseingängen. Das einzige Problem, was wir nun alle schon wieder haben, ist, dass der Aufschwung wieder genauso rasant wie vorher der Einbruch kam und das in der gesamten Lieferkette zu Engpässen führt und leider dann auch schon wieder zu verlängerten Lieferzeiten. Wir sind von den Produktionskapazitäten dazu in der Lage, das noch vernünftig alles darzustellen, aber es liegt tatsächlich an verschiedenen Komponenten, die dann am Markt schon Engpässe haben und somit eben dann trotzdem das Endprodukt nicht fertigstellen lassen können. Zum Thema Abgasnachbehandlung und die neuen Emissionsrichtlinien gibt es ja grundsätzlich zur Erfüllung zwei technische Wege. Der eine ist das SCR-Verfahren und der andere ist der Weg über den Partikelfilter. Wir haben uns da ganz bewusst festgelegt in Richtung Partikelfilter. Dafür gibt es an sich zwei wesentliche Gründe. Der erste Grund ist, dass wir zwar im On-Road-Bereich bei den LKWs und Omnibussen schon sehen, dass es dort auch die Versorgungskette gibt oder wenn noch nicht schnell aufzubauen ist, um an das AdBlue zu kommen, was aber genau in der Erdbaumaschinen Thematik ein sehr schwieriges Thema sein wird und unsere Betreiber, unsere Kunden dann auch vor große logistische Probleme stellen wird. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass sie trotzdem in verschiedenen Märkten, ich nenne da nur mal als ein Beispiel die Schweiz, oder in Sondereinsätzen wie im Tunnelbau um den Partikelfilter gar nicht umhinkommen. Da ist es vorgeschrieben und somit werden wir auch mit der Lösung automatisch die Aufgaben und die Gesetzeslage in dem Bereich dann voll erfüllen. Also von daher war es für Liebherr klar, wir gehen in den Bereich des Partikelfilters. Alle Hersteller haben da sicherlich die gleiche Ausgangssituation und es ist klar, es steht fest, die Mehrkosten, wenn sie die auf Maschinen umlegen, dann reden sie tatsächlich von Preissteigerungen im zweistelligen Prozentbereich. Dass das natürlich eine fast unzumutbare Größenordnung ist für alle Beteiligten in der Kette, das ist ohne Zweifel so. Aber über das Thema Geld denkt da der Gesetzgeber als letztes nach. Gesetzesnovellen haben ja die Eigenart, dass sie von Leuten getroffen werden, die nicht in der Praxis im Einsatz sind, nämlich von Politikern. Und dass das, was dort die Auswirkungen auch nachher in der konstruktiven Seite, die man heute beim einen oder anderen schon sieht, was für Dimensionen die Maschinen annehmen, da geht es einfach darum, die notwendigen großen Kühlflächen unterzubringen, bautechnisch. Das ist ein Problem, das natürlich jeder Hersteller für sich lösen muss. Wir haben da von Liebherr natürlich immer etwas einen Vorteil, dass wir einen sehr großen Anteil von unseren Komponenten selber herstellen und somit alle Beteiligten bei der Konstruktion einer Maschine mit am Tisch haben. Im Zuge auch der Umstellung auf die neuen Abgasnormung werden wir alle Typen im Mobilbaggerbereich innerhalb der nächsten 2 Jahre neu in Serienstart bringen. Und das ist nicht nur die Erfüllung der Abgasnorm, sondern das sind auch Geräte, die komplett gespickt sind mit neuer Technologie, neuer komfortabler Kabine, neuer Steuerung und so weiter. Also es ist ein komplett neu konzipiertes und entwickeltes Gerät. Wir hatten ja auf der Bauma den Prototyp des Energiespeicherzylinders vorgestellt und wurden dafür ja auch ausgezeichnet mit dem Innovationspreis. Und wir haben das Gerät weitergebaut, wir haben es in Einsatz gebracht. Es läuft ein Prototyp im Praxiseinsatz bei einem Kunden von uns. Und die Ergebnisse, die bestätigen genau das, was wir erwartet haben. Es ist ein System, was auch von der technischen Einfachheit her absolut problemlos betrieben werden kann. Und was für uns ja immer wichtig war, durch diese enorme Einsparungen wird auch der Kunde sehr schnell den Return of Investment daraus haben. Das ist der Vorteil Nummer eins. Und der Vorteil für uns, kommen wir nochmal auf die Abgasthematik zurück. Wir haben durch diesen Mehrgewinn an Energie auch die Möglichkeit, nun auch die KW-Leistung in der Motorenseite dementsprechend downzusizen und können dadurch auch nochmal
unter die Schallgrenze von 130 kW gehen bei größeren Maschinen, um damit auch in anderen Zeitzyklen unsere Umstellung von Motoren zu betreiben. Rund um die Uhr auf Sendung www.bauforum24.tv